Freedom Survival Messer. Müssen die groß oder müssen die klein sein? Manche sagen, sie müssen groß sein. Zum Beispiel wie hier. Das ist Buck Hoodlum, ja, eins meiner meistgeliebtesten Messer. Habe ich schon ein paar Jährchen. Von Ron Hood. Designed, entworfen und aus dem Kopf gequetscht. Und das Tops Anaconda, das ihr gerade eben im Einsatz gesehen habt. Ebenso von Ron Hood. Wenn man zweifelsfrei erkennen kann. Ja, aus dem gleichen Kopf. Verschiedene Firmen. Yes. Kleiner Schwanz, große Messer. Vergesst es. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Philosophie hinter einem großen Messer. Sind die schon aggressiv, die Viecher? Die Philosophie hinter einem großen Messer ist, wie Ron Hood mal gesagt hat, a big knife can do the job of a small knife, but a small knife cannot do the job of a big knife. Ja? Cold Steel Finhawk. Ziemlich cooles Messer. Ja, aber nicht die Ultima Ratio, wenn es um Survival geht. Ich rede hier von echtem Survival, nicht von Survival Training. Ich komme nachher, ich gliedere übrigens dieses Video in drei Teile auf. Einmal die philosophische Frage, muss ein Survival Messer groß sein oder ist es besser, wenn es klein ist? Und eine etwas haarsträubende Geschichte über einen Survival Trainer, der mir vor Jahren am Telefon mal erzählt hat, kommt nachher. Und natürlich Grüße. So, also, muss ein Survival-Messer groß oder muss es klein sein? Nicht jeder kann mit einem großen Messer umgehen. Kleiner Tipp, Skills trainieren. Üben, üben, üben und sonst nichts. Oh, jetzt werde ich von den Fliegen gestört hier. Die sind jetzt, also hier Moskitos oder was auch immer, die sind jetzt schon aktiv. Die fliegen einen direkt an, eine voll auf die Lippe drauf. Ich denke so, Heide, jetzt gehört Kapitän, was ist denn hier los? Also, nochmal, muss ein Survival-Messer groß oder klein sein? Meiner Meinung nach brauche ich ein großes Messer in einer Survival-Situation, weil ich mehr Optionen habe. Die anderen sagen, oh, ich komme mal mit dem Großen nicht so klar an. Ich nehme lieber ein kleines, erstmal mit dem Großen üben und mit dem Kleinen, mit dem Kleineren supplementieren. Oh, und da sitzt bombenfest in der Scheide drin, das Fin. Boah. Fall ich ja vom Glauben ab. Finhawk, das sitzt so stramm in der Scheide drin, heiliger Strohsack. Natürlich ist das ein gutes Messer. Das ist ein gutes Messer fürs Bushcraften. Ja? Ja? Gar keine Frage. Heute hat es mich aber. Aber ich kann auch mit dem Tops Anaconda genauso feine Arbeiten machen. Ja? Kann ja hier in Vorgriff gehen. Ich muss noch ein bisschen mit dem Gewicht umgehen lernen. Ja? Kommen wir mal zu so einem komischen Punkt, dass man in einer Survival-Situation unachtsam ist und die Klinge zerbricht. Gerne besprochen bei dem Anaconda oder beim Buck Hoodlum an der Stelle. Das kann zerbrechen, muss es aber nicht. Das zerbricht nur dann, wenn man nicht drauf achtet. Ich habe auch schon das Cold Steel Topfort Survival zerstört, habe die Klinge abgebrochen, konnte mir dann auf der IWA von Lynn Thompson anhören, dass ich sein Messer zerstört habe. Ich sage, nee, es war meins. Selbst wenn das an dieser Stelle bricht, habe ich immer noch genug Schneide, um damit zu arbeiten. Wenn es bricht, habe ich dieses, was abgebrochen ist, ne? Diesen Stellen, immer noch, um dann, sagen wir, wenn ich es dann einfach so in die Hand nehme, damit ganz einfach zu arbeiten. Das Buck Hoodlum ist auch insofern konzipiert. Dass wenn ich zum Beispiel hingehe und schlaufe das hier so über den Arm durch,
dass ich hier mit vorne auch ganz feine Arbeit machen kann, Tiere ausnehmen oder was auch immer. Ja? Der Himmel ist das Limit, das geilste Limit. Ja? Deshalb trainiert man seine Skills. Das ist wichtig. Im Survival-Notfall will ich mein Werkzeug 100%ig kennen und beherrschen. Ja? Auch das Anaconda, da muss ich jetzt mal ein anderes Lanyard dran friemeln. Da ist das Lanyard einfach nur Spielerei. Aber wir haben ja diverse Möglichkeiten, das zu benutzen. Auf jeden Fall, ja, ihr seht es ja, Brothers of Survival. Ich könnte es aber auch so trotzdem benutzen, auch ohne Lanyard. Ja? Es geht auch so, indem ich zum Beispiel die Ellenbeuge nehme, um das Messer zu fixieren. Wem das aber zu ungeheuer ist, wie sagt Dave Canterbury, two is one, one is none, ja, habe ich immer noch mein, Achtung, jetzt kommt es wieder nicht raus. Doch, das Finhawk oder was auch immer, ein Mora, guter Begleiter auf jeden Fall. Wie Dave Canterbury nochmal sagt, two is one, one is none. Und was sagt Arthur Brehm? Taschenmesser gehört auch mal in die Tasche. Drei ist besser als zwei. Gut, ne? Soll ich mir mal patentieren lassen. Die Frage ist nicht wirklich, ob ich ein großes Messer brauche. Aber beim Bushcraften weiß ich nicht. Wenn ich Bushcraften gehe oder natürlich klar, schon geiler so ein Ding, ne? Ihr wisst doch, Frauen mit großen Optionen haben auch ihren Reiz. Größeren Reiz als die mit den kleineren Optionen. Aber es macht halt auch einen unheimlichen Spaß damit zu arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass das nicht so leicht zerbricht wie das hier. Gehen wir davon aus, dass ich in einer Survival-Situation in Schweden wäre. Ich komme irgendwo, verliere ich mein Zeug, ich habe nur noch mein Messer in der Tasche. Am Gürtel. Ja? Trägst du nicht in der Tasche. Nur noch dieses Messer am Gürtel. Jetzt muss ich mir ein Feuerchen machen. Da lässt zum Beispiel die Scheide des Tops, das ist ja im Prinzip die gleiche Scheide vom Bakutlem ist, die Option zu Feuerstahl, vielleicht auch noch ein DC3, ein DC4, je nachdem, was man so braucht, dazu beherbergen. Dass man halt Optionen hat, damit nachzuschärfen, Feuer zu machen und so weiter. Mit Sicherheit passt da auch noch ein bisschen Zunder rein und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Habe ich nur dieses Messer. Also ich könnte damit wahrscheinlich überleben, aber meine Überlebenschancen mit so einem großen Oschi ist größer. Ist einfach so. Da kann man das einfach nicht absprechen. Es ist einfach eine philosophische Frage, ob ich das brauche. Ich habe die Messer auch nicht gebraucht, das Anaconda oder das Bakudlem. Ich wollte die einfach haben. Ich fand die geil, ich wollte sie haben. Und da gibt es bei mir keine Diskussion. Was kosten die? 200 Euro, 250 Euro, ist mir egal. Wenn ich es nicht direkt habe, dann spare ich es mir zusammen. Und es war auch damals bei dem Hudlem eine richtige Entscheidung. Weil das wird nicht mehr hergestellt und das Baby verlässt mich auch nicht. Ihr seht's. Schon ein bisschen zu Tode geprügelt, der Eumel hier. Das Anaconda ist da ein bisschen fetter in der Hand. Ist aber jetzt keine Werbung fürs Anaconda. Ja, einfach um die philosophische Frage, was ist besser in der Survival-Situation, groß oder klein? Ich sag's nochmal. Bricht mir vom Anaconda hier vorne die Spitze ab. Ja, oder bis hier habe ich immer noch eine taugliche Schneide und für feine Arbeiten vorne die Spitze, weil ich schmeiße das mit Sicherheit nicht weg. Das packe ich mir hier in die Tasche rein und dann habe ich immer noch zwei Klingen. Nicht glücklich gelaufen, aber es wird funktionieren, garantiere ich euch. Kommt ihr mit großen Messern nicht klar? Üben, üben, üben. Und darauf kommt es an. Wer sich auf einen Trip gibt, wo ihm was passieren könnte, der sollte sich wirklich darauf vorbereiten, in welche Gegend begebe ich mich,
welche giftigen Pflanzen, welche Gefahren drohen mir sonst noch in der Natur, Tiere zum Beispiel. Wie sind die Wetterverhältnisse, worauf muss ich sonst achten, Kleidung und so weiter. Damit fängt Survival an. Ja? Man geht nicht einfach nur mit Jack Wolfskin-Klamotten nach Schweden. Das wird nicht funktionieren. Da geht ihr garantiert unter. Würde ich mit dem Dave Canterbury Pathfinder One, PLSK One oder dem Pathfinder Scout überleben können? Mit Sicherheit. Aber es wäre nicht so einfach wie mit dem hier. Einer der Hauptpunkte beim Survival ist Kalorien sparen. Und Kalorien spare ich eher mit dem als mit so einem Finnhawk. Oder einem Schweizer. Der Felix Emler, der könnte wahrscheinlich überall damit überleben, klar. Aber für mich wäre es dann einfacher, mit dem hier zu arbeiten. Ja, zumal wenn es auch sag mal, im Selbstverteidigungsfall gegen etwas größere Tiere angeht. Wir wollen hier nicht von Wölfen reden oder sowas. Aber mit Sicherheit ist ein großes Messer die bessere Option als ein kleines. Ein kleines Messer ist mit Sicherheit eine gute Option, um beizuarbeiten. Ein kleines Beimesser. Ja, oder noch ein Taschenmesser dazu, ein Victorinox. Wie ich zum Beispiel hier, bei dem habe ich noch nichts beigetan, oder? Nee, ich habe das auch nur mal kurz als First Impressions vorgestellt. Ich glaube, ich habe das jetzt schon. Schon mal länger. Ich zum Beispiel bei dem Bakutlem, das hatte ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Wenn schon Messer in der Scheide, dann auch bitte fixieren, damit überhaupt nichts passieren kann. Hier in der Tasche. Feuerstahl, ein Diamantstab, ja, zum Schärfen und zum Feuerchen machen und Holz auf einer Fracht. Ich habe zwar schon mal ein ähnliches Video gedreht, wo ich mit dem Bakutlem ein bisschen rumgefurcht habe. Die sind die aber, oh, heiliger. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, habe ich es noch auf dem Helm? Ach doch, das habe ich nachgeschärft. Nochmal zum Vergleich. Ich kann es noch nicht mehr sehen. 5160 Carbon-Stil, das ist eigentlich ein Federstahl. Was das Ding an Funken abrotzt, ist Wahnsinn. Wie gesagt, das gibt es nicht mehr. Ich suche mal für euch, vielleicht finde ich ja noch eins. Also, ich habe hier in der oberen Tasche Option Nummer 1 und 2. Hier passt mit Sicherheit noch eine Taschenlampe rein. Ja? Eine Olight, eine Phoenix, eine was auch immer. Passt hier rein. So. Und dann habe ich hier unten das Leatherman Signal, ja, Option Nummer 3, 4 und 5, ja, Multitool, Notfallpfeife, Schärfer, nochmal ein Feuerstahl. Das sind Optionen ohne Ende. Das macht so ein großes Messer so wertvoll, weil ich auch in diesen, in solchen Taschen, das sind ja ganz normal, was ist das, Spec-Ops-Scheiden? Weil in diesen Spec-Ops-Scheiden hat man viele Möglichkeiten, noch irgendwas zu verstauen, was sinnvoll ist. Auf der Rückseite könnte ich da mal was verstauen. Ja, sowas. Die sind ja praktisch im Prinzip wie Ranger Bands, halt nicht so beweglich. Schnüre und sowas. Ja, aber wenn ihr alles verliert, ihr habt nur noch dieses eine Messer, dann ist das mit Sicherheit die bessere Option. Und darauf oder dazu rate ich. Ihr könntet auch da ein Victorinox noch mit reinstecken. Ja? Und deshalb finde ich ein großes Messer für Survival, Notfälle. Jetzt kommt mir bitte keiner mit der Idee oder mit dem Gedanken, in unseren Hemisphären kommt man nicht in eine Survival-Situation. Das schließe ich auch aus. Sondern ich begebe mich auf einen Campingtrip oder was auch immer. Sagen wir mal, ich fliege nach Amerika. Yosemite Park oder hey, es gibt genug Parks, wo man hinfahren könnte. Und da hätte ich ein Problem. Die meisten Survival-Notfälle in Amerika passieren beim Camping.
ein gutes Camp Knife ist ein großes Knife. Ja? Und da bin ich auch vollkommen von überzeugt, dass ich dann eher einem großen als einem kleineren vertrauen würde. Ja? Im absoluten Notfall würde mir natürlich auch das Finhawk gute Dienste leisten. Ich versuche es jetzt mal abzumachen. Das Ding ist schon stramm am Gürtel. Obwohl der Clip einfach ist, aber der ist schon tricky, wenn man nicht hinguckt. Da, so. Wenn ich kein Typ bin, der sowas gerne am Gürtel trägt. Ja? Dann habe ich es auf der Rückseite befestigt. Dafür ist die Option da. Ich kann es natürlich dann immer noch am Gürtel tragen. Klar zieht es ein bisschen die Hose runter, aber nimmt den zweiten Gürtel, einen sogenannten Pistolbelt. Das ist der Grund, warum ich als Survival-Messer immer ein großes Messer empfehlen würde. Und ein kleines. Nur für den absoluten Notfall. Ein etwas kleineres, wie ein Mora. Ja, das beste Messer, Survival-Messer, das du hast, ist das, was du hast. Bestimmt so, ja, eventuell, möglicherweise, aber doch nicht so ganz. Wenn ich mich auf einen Trip begebe, wo es gefährlich werden könnte, habe ich so ein Eumel dabei und nichts Kleines. Doch als Beiwerk. Ja? Also, meine Gedanken zu, muss ein Survival-Messer groß sein? Ich sag ja. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr ein großes kriegt, Tops hat auch noch ein anderes. Das habe ich mir vorgestellt. Das hat mir der Bluebird Outdoors mal geliehen. Boah, wie hieß denn das nochmal? Tops. Das war ein Brecher. Okay, so. Meine 5 Cents zum Thema Survival-Messer, groß oder klein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Wir haben heute Montag den, Moment, 19.04. Ja, so langsam kommt der Frühling, obwohl wir immer nur so ein bisschen halb schmuddeliges Wetter haben, aber der April ist ja dafür bekannt. Ja, also, schönen Tag noch. Oh, nein, ich bin ja noch längst nicht fertig. Die Geschichte mit dem Survival-Lehrer. Ich habe die schon mal in einem anderen Punkt erzählt, aber jetzt, wo ich das Video mache über Groß und Stolper hier ein bisschen rum, hier ist alles sehr uneben. Hier sind auch wieder ein paar Bäume runtergekommen, sieht ziemlich übel aus hier. Dass ich vor Jahren zu einem Survival-Trainer zweifelhaften Wissens mittlerweile meiner Meinung nach Kontakt hatte und wir hatten abends mal telefoniert und ich habe gesagt, du hast ja noch gar keine richtige Survival-Erfahrung gemacht, du warst nicht in Survival-Trainings bei erfahrenen Trainern und so weiter. Und dann hat er gesagt, ich wär so froh, ich käme mal in eine Survival-Situation, eine echte Survival-Situation, um den Leuten zu zeigen, was ich kann, am besten während meines Survival-Trainings. Ich sag mal, ist das dein Ernst? Also das war schon später Samstagabend und ich hörte immer so zwischendurch, dass der am Rauchen war. Ich wusste auch, dass der so Gewürznelken und sowas raucht und ich hörte immer so ein Pupp, hat er sich nochmal eine Knolle Rotwein aufgemacht. Also bei 2 Knollen Rotwein und der zweiten Gewürznelke-Tüte erzählte der mir so einen hanebüchenen Unsinn und sowas würde ich im Lebtag, ich würde wahrscheinlich sowas, oh, das würde ich doch nicht mal im rotzvollen Kopf von mir geben können. Passt auf, bei wem ihr in Survival-Training geht. Reini Rossmann zum Beispiel, meiner Meinung nach außer Frage, dass der Mann was kann. 100 Pro. Sepp, die Frau Williams, das sind Leute, denen mute ich zu oder glaube, die würden jeden richtig Survival-fit machen. Aber solche Leute, die hauptberuflich in irgendwelchen anderen Berufen sind und sind nebenberuflich Survival-Trainer. Da wird es schwierig. Ganz ehrlich. Toni Lennartz, ein absoluter Vollprofi, der ist aber auch schon seit ewigen Jahrzehnten in diesem Gewerbe. Der hatte mal ein Survival-Training abgebrochen oder ich glaube sogar 2. Weil die Wetterverhältnisse es nicht mehr zuließen, dass er das Überleben seiner Schüler garantieren kann. Darüber wurde sich in vielen Foren und auch bei diesem dubiosen Survival-Trainer, von dem ich gerade eben erzählt habe, drüber gelästert.
Ich hätte die da durchgebracht. Ja, ist das Sinn und Zweck der Sache? Ist es Sinn und Zweck der Sache, wieder besseren Wissens, ohne Garantie, diese Leute durch die Gefahr zu schicken? Ein Training ist kein Ernstfall. Er rief dann die Bergwacht an und ließ die Leute ausfliegen. Kam sogar im Fernsehen. Und da muss ich den Hut vor ihm ziehen und sagen, Toni, richtig gemacht. Weil da fing nämlich das Survival an, wo er noch die Möglichkeit hatte, ohne Gefahr aus der Situation zu kommen, respektive seine Schüler. Chapeau, Toni. Richtig gemacht. Einer, der dann wieder besseren Wissens ohne Garantie die Leute durch die Gefahr gejagt hätte, der taugt nichts. Geht da nicht hin. Um Gottes Willen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich nenne ihn die Zahnfee. Ist aber auch schon längere Zeit nicht mehr in Erscheinung getreten, offiziell. Also Gott sei Dank. Vielleicht hat er es aufgegeben. Okay. So, das mal zum Thema Survival Trainer. Und jetzt heute einen besonderen Gruß an eine junge Dame, die ich kennenlernen durfte. Die Anouk. Bildschönes Ding. 30 Jahre. Die jetzt heute ihr Leben resettet. Ihr Leben nochmal dreht. Also auch so ein bisschen Survival, dass man halt sein Leben dreht. Manche ergeben sich in ihrer Situation und sagen, ach komm, Arschlecken. Macht sie nicht. Und das gebührt höchsten Respekt. Und ich freue mich, dass ich sie kennenlernen durfte. Hat mein Herz berührt, die Frau. Ja. Ihre zarte Seele hat mein Herz berührt. Danke, Anouk. So, jetzt bin ich aber raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, Madiot, schwenkt den Hut, tschüss, hau ab und schwenkt die Kapp.